Ich bin ready. Hallo Dorian. Hallo Timmy und hallo liebe Zuschauer. Ja, heute geht's weiter mit dem Golf, mit dem R32-GTI 4Motion Track Tool, Ring Tool. Wir bauen einfach mal alles zusammen, Projekt. Und ja, jetzt ist auch für mich ein bisschen trauriger Moment, für euch bestimmt auch, haben ja viele schon Licht. Ist hell? Bin ich hell? Okay, warte, die Cam ist ausgegangen. Warte, wir machen das nochmal eben anders. Machen wir einen Break. Du hast irgendwas über den Achso, ja, genau. Haben ja viele drunter geschrieben, wie wir sowas zerreißen können und bla und blub. Und ja, ich verstehe das auch ein Stückchen weit, aber wir machen das trotzdem. Einfach, um auch mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und nicht immer nur... wir machen das einfach. Auf jeden Fall. Ja, rechtfertigen. Aber ich will trotzdem, dass wir noch einmal diesen wunderschönen Klang eines R32 im Serienzustand aufnehmen. Deswegen, Tim... Dein Platz wird jetzt genau hier sein. Hier unten, nah an den Endrohren. Okay. Und ich mache einfach mal an und der Klang ist einfach schön. Das muss man wirklich, auch Serie ist der einfach schön. Morgens, der weiß, ich glaube, der Motor merkt, dass er fackelt aber ganz schön, ne? Ich habe schon irgendwie ein Kabel abgemacht, was er nicht abmachen soll. Ah, ich weiß. Da fehlt schon was von der Ansaugung. Deswegen läuft er ein bisschen blöd. Aber gut. Ja, dann... klappt das gar nicht so schön, wie ich das gedacht habe. Oh. Ja, ich fahr jetzt rein. Bleib low! Läuft bei dir! Bist du ja aus Family Guy, wenn der Auto fährt. Aber dann bin ich direkt ein bisschen lauter geworden. Hey, Mausi, Bock auf eine... Naja. Der Arm muss noch weiter raus. So, ne? So, genau, so ist gut. War das das letzte Mal für den Motor? Oder sollen wir noch mal einmal? Ja, einmal müssen wir jetzt noch, ne? Machen wir ihn aus, oder? Oder sollen wir ab? Kannst du es nicht sein lassen, oder? Es ist schon ein schöner Klang. Okay, komm. Lass ihn gehen. Lass los, Dorian. Lass los. Ja. Das war's. Ist die Karre tief. Guck, da fehlt schon was. Wo fehlt was? Das Soundrohr fehlt. Da zieht jetzt halt natürlich Luft am Luftmassenmesser vorbei, die der eigentlich nicht haben sollte. Und deswegen läuft er so ein bisschen... Ja, um diesen Bereich kümmern wir uns heute. Wir nehmen die ganze Front ab, bauen den Motor aus, das Getriebe aus und haben dabei ganz viel Spaß. Haben wir das nicht immer? Immer. 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 Immer, wenn wir so Ikonen wie ein R32, Dreitürer, Handschalter, Golf 5 zerreißen, haben wir Spaß. Denn das machen wir sehr oft. Denn wir sind böse, böse Menschen. Lassen wir so stehen. Viel Spaß! Ciao, danke. Stimmt, wir können unten was zu erzählen. Dann lass uns das doch machen, wenn du dazu etwas erzählen möchtest. Ja. Wie gesagt, du kannst immer mit mir reden. Auf der Couch? So, oben. Casting Couch ist oben. Casting Couch ist immer frei für dich, Dorian. Dankeschön. Dankeschön. So, wie ihr seht, war ich schon fleißig. Und reißt dir alles raus. Und bin hier derbe am Rocken. Das ist immer der schönste Part von so einem Projekt. Zerpflücken. Bin ich besonders gut drin. Ein Teil weniger. Kann man die Teile auch alle kaufen? Ja, natürlich. Wegschmeißen ist zu schade, die Sachen sind ja selten. Ich weiß nicht, wie viel noch da ist, wenn das Video online geht, aber wir werden bestimmt alles, was wir nicht brauchen, verkaufen. Weil, klar, so ein Umbau kostet auch Geld. Irgendwie müssen wir unsere Kosten ja decken. Ja, von hier unten, wie einige vielleicht schon gesehen haben, der ganze Aggregateträger liegt da. Das heißt, die ganze Vorderachse ist raus. Lenkung hängt hier noch so ein bisschen, Kardanwelle ist los, die Hosenrohre sind los. Einige Stecker habe ich schon gelöst, Antriebswellen sind los,
So viel Arbeit ist das gar nicht, so einen Motor auszubauen. Stellt man sich wahrscheinlich so schwierig nur vor. Eigentlich ist es nur Schraubenlösung, Kabel abmachen. Also kann ich das eigentlich auch machen. Beim besten Willen, Timmy, aber nein. Oh, okay. Ich wollte es mal probieren. Wenn ich dir jetzt irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen muss, aber. Gar kein Problem. Kann ich weiß nicht, wie oft ich noch Nein sagen kann, um das zu betonen, wie wenig du das wirklich könntest. Ja, du kannst die Kamera ja auch nicht scharf stellen. Das stimmt. Aber deswegen tauschen wir auch nicht, oder? Meistens nicht. Haben wir schon mal gemacht, ne? Ja, haben wir schon mal gemacht. Haben wir gar nicht ins Video reingenommen, ne? Kommt in die Outtakes. Soll ich das mal hier kurz reinmachen? Mach aber. Okay, warte. Wir haben noch festgestellt, wenn es unendlich ein Universum gibt, gibt es alles. Da gibt es auch das Universum, wo ich deinen Job mache. Weil es ist ja unendlich. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, die es nicht gibt. Sollen wir da gerade mal hinreisen zu dem Universum? Warte, ich hole mal kurz meinen Taschenrechner raus. Guck mal. Hast du scharf? Hast du? Bist du fertig? Ja, dieses Universum ist auch eins, wo ich ein relativ schlechter Kameramann bin. Ja, aber hier, wir müssen das auf jeden Fall jetzt festmachen. So, ich glaube, es ist fest. Ja. Cool. Verrücktes Universum. Hast du deinen Taschenrechner gerade, den, wo wir zurückreisen können mit? Ja, warte. Wo ist der denn? Ja, da haben Dorian und ich einmal getauscht. Ja, war schön, ne? Hat mich ganze 6 Stunden gedauert, das Ganze wieder auszubügeln, was er da verkackt hat. Aber, aber egal, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir im Golf. Stückchen für Stückchen, überwacht von Björns Adleraugen, Johnny Controlletti. Lisa, nicht am Handy. Bei Dorian brauche ich nicht kontrollieren, das weiß ich. Ist halt Arbeitsteilung immer, ne? Ich habe den einen Motor raus, Dorian darf hier den Motor, soll ja jeder ein bisschen Spaß haben. Jeder, ne? Darf mal rufen. Ja, jeder darf mal rufen, genau. Werden die Sachen zum Verkauf stehen, wenn das Video rausgeht? Ich vermute ja, wir werden das einteilen, weil wir gucken mal, wie, was. Wir haben ja schon vom Alten einige Teile, die wir nicht brauchen. Von dem hier haben wir auch schon die Innenausstattung. Also es ist schon super viel weg. Und fragen wir nicht einer nach einem einzelnen Plastikteil. Es gibt nur ganze Teile. Nee, Plan ist, dass der Motor als solches einmal mit Kabelbaum zum Motorsteuergerät, mit Motorsteuergerät weggehen soll. Das Getriebe, denke ich mal, und das Verteilergetriebe werden wir auch einzeln, weil der eine braucht vielleicht nur das Getriebe, der andere braucht nur das Allradverteilergetriebe. Der andere sagt, er will den Motor haben. Muss man mal gucken, das werden wir, denke ich, unter den Hammer hauen, weil das soll ja nicht ganz sterben, das soll ja irgendwo anders Freude bringen. Ich muss kurz das Ganze stoppen. Ja. Wir können nicht weitermachen. Da ist eine Spinne. Wo ist er? Wo ist er? Ja, die hat nur darauf gewartet, dass die Lenkung anfasse. Können wir die nicht vielleicht umsetzen, umsiedeln? Wir sind ja tierlieb, wir machen die ja nicht tot, wir bringen die einfach nur nach draußen jetzt. Was ist los, warum rennst du weg? Niemand mag Spinnen, wo ist sie? Die ist runtergefallen, weil ich so schnell hinter dir herrennen tot? Musste. Moin. Ich habe nur so viel Angst haben vor Spinnen. Ich mag die einfach. Was machst du jetzt, den Motor? Jetzt erhole ich mich erstmal vom Spinnenschock. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir den ganzen Motor hier auseinanderbauen. Also ausbauen, nicht auseinander. Es ist jetzt kein Ferrari 250 GTO, den wir hier zerpflücken oder irgendein schöner BMW. Es ist immer noch, es tut mir leid, auf dass ich jetzt allen Hass der ganzen Golfer auf mich ziehe. Aber es ist ein Golf. Klar, es ist ein R32, er ist auch schön, aber es ist ein Golf. Das Ding hat einfach schon eine gute Bremse hinten. Das hat ein stabiles Hinterachsdifferential. Das hat eine gute Innenausstattung. Man muss ja auch so ein bisschen kostentechnisch rechnen, ne? Jetzt hättest du einen Wald- und Wiesengolf gekauft, hättest du den geschlachtet, hättest du Diesel gefunden. In eine Tonne, ja. Ja, da hättest du auch noch mit Tankleitung, sonst was. Ja, das auch vorne hin nicht gepasst, ja. Und Kabelbaum. Deswegen. Auch behindert. Chillt mal, wir machen das schon. So, jetzt können wir die GoPro hier oben dran machen. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Machen wir. Okidoki. Go! Ja, Jungs, das raus, wir jetzt anfangen. Ja, eigentlich sind alle Leitungen los, alle Kabel, alle Leitungen. Und jetzt hängt es eigentlich nur noch an 5 Schrauben. Oh, die lösen wir jetzt mal. Höher fahren gleich, weil hier die Luftführung, da vorne müssen wir ein ganzes Stück hoch. Stimmt. Ja, weiter. Woran hängt es noch? Kardanwelle hängt noch dran. Die lieben sich ein bisschen. Warte, ich hole mal ein bisschen. Ein bisschen kräftige Hilfe, wir brauchen Meinungsverstärker. Oder wir drehen den raus, so. Oh, da ist er. Gucke da, haut der ab. Haben wir schon noch vor Mittag hier einen V6 in der Hand. Da strahlt jemand. Sehr stolz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Dankeschön. Wie fühlen Sie sich? Als ob mir das Herz aus dem Leib gerissen wurde. Natürlicher Werdegang, das ist halt ein Gegenstand. Machen wir uns nichts vor, das gehört dazu. Ja, kurz ein paar Fakten. Einige wollten ja wissen, dass, oder hätten ganz gerne auch ein paar detaillierte Sachen über den Ausbau und über den Umbau auch speziell. Sag mal, beim Ausbau von dem R32-Motor gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, ob das jetzt ein R32-Motor ist oder ob das jetzt ein 2-Liter Turbo-Motor ist. Ist eigentlich gleich, weil das alles hier, was ihr jetzt hier seht, ist, sag mal, zu 95% identisch zu jedem anderen Golf. Nur, dass wir da jetzt eine Kardanwelle haben. Der Rest ist eigentlich, die Klimaleitungen gehen gleich, die Wasserleitungen gehen sehr, sehr gleich, Schaltseile gehen gleich, Kupplungshydraulik geht gleich. Eigentlich ist das nicht anders als bei jedem anderen Golf auch. Also deswegen kann man das ja auch, sag mal, von der Hardware so Plug-and-Plays auf den Golf da reinsetzen, auf den Motor da reinsetzen. Das, wo es knifflig wird, und was interessant wird, ist nachher die Elektronik. Weil dieser Motor, ach dieses Auto mit dem R32-Motor hat etwas andere Elektrik und Verkabelung als der GTI-Motor. Aber das erklärt euch Björn nachher noch im späteren Verlauf des Umbaus. Hier gibt es jetzt erstmal einfach nichts Spezielles zu sagen, was für euch irgendwie interessant wäre, falls ihr sowas auch mal vorhabt, weil das ist eigentlich easy. Das sind Kabel lösen, Schrauben lösen und raus. So easy, ja, wie es im Zeitraffer aussah. Genau, ging ja schnell. Wir haben jetzt auch, wann habe ich angefangen? 10? Jetzt ist 12.28 Uhr. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Gut, und was kommt jetzt? Jetzt kommt gleich der Dönermann und dann geht's zum Mittag. Oder? Was machen wir noch? Was, sollen wir heute schon reinhängen? Nee, wegen dem Kabelsalat brauchen wir noch Platz, das lassen wir. Wir können an dem GTI-Motor bzw. 6er R-Motor das Allradgetriebe dranhängen. Da passt das ja nicht, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Genau. Weil der ganze Motor sitzt weiter vorne, leicht gekippt, deswegen passt das nicht. Da haben wir aber vom Audi S3 das Getriebe übernommen, was Golf 6R ja gleich ist. Deswegen müssen wir das ein bisschen umflanschen. Das können wir machen, weil jetzt haben wir das zusammen. Jetzt sehen wir auch gerade, wie das hier aussieht, wie schön das verschraubt ist. Dann machen wir das schon mal an unseren nämlich dran und gucken, wie schön das aussieht. Bereiten das schon mal wieder vor. Was guckst du? Ich guck mir das einfach mal so an hier. Ob irgendwas Interessantes ist. Das ist das Spezialwerkzeug, habe ich von meinem Opa geerbt. Von Dovidat in Remscheid, Germany gebaut. Ich glaube, gebaut für die Ewigkeit, das wird uns noch alle überleben. Das haben wir gerade gebraucht, weil wir die Ölrücklaufleitung gerade mal provisorisch ein bisschen anpassen mussten. Aber die müssen wir wechseln, weil wir sind gerade dabei, das Golf 6R-Getriebe an. Ist ja auch ein Golf 6R-Motor, ja, ne? Ja. Ist ja auch ein Golf 6R-Block aus unserem Golf 5 GTI für den Golf 5 R32 GTI umzubauen. Richtiges Frankenstein-Ding, wie das nennt. Genau, da sind wir gerade dabei. Das Getriebe passt natürlich Plug and Play da dran. Nur halt die Ölrücklaufleitung war halt noch für den Fronttriebler und die tauscht Björn jetzt gerade aus. Oder wir bauen die aus. Die neue kommt morgen. Und ansonsten sitzt das Getriebe da gleich dran. Geil. Stückchen für Stückchen wird's. Willst du ihn nicht wieder draufstellen? Ich? Das ist normal. Wir können die Schraube weiter randrehen, gucken, ob er sich ranzieht.